So, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Mass Effect 3, wollte ich gerade sagen. Zack-Mack-Zacken between time and space, aber genau, Mass Effect... Ellie, Bay und mir. oh Mann. Heute ist nicht unser Tag, also es ist, glaube ich, echt ein bisschen zu früh. Nein, es ist nicht zu früh. Nein, wir wollen das jetzt durchkloppen. Ja, ist in Ordnung. Also das ist der zweite Part in dieser Aufnahmesession. Richtig. Wir haben jetzt auch gerade festgestellt, dass es nicht Part 12 ist oder 11 ist, sondern das ist jetzt Part 13. Genau, im Gegensatz zu dem Part 11, der eigentlich Part 12 ist, hier vor. Sei es drum. Ja. Ja, genau, wir sind immer noch am Nordpol und wir sind immer noch, dabei, Kerosin zu suchen. Aber ist das denn alles so richtig? Ja, ich glaube schon. Fehlt uns gerade nicht irgendwas? Ja, doch, nee, ich glaube, es ist alles richtig. Es ist alles richtig, haben wir den Timer eingestellt? Gutes Argument haben wir nämlich nicht. Geht heute echt runter und drüber hier. Egal, so. Ich habe den Timer gestartet, das ist, dann habt ihr halt ein paar Minuten mehr, ist mir auch egal. Ja. So, dann. Sehr schnell. Hey, Kumpel, alles klar? Oh, ich habe ihn kaputt gemacht. Oh. Da ist dir was zum Vorschein gekommen. Kerosinkanister. Genau wonach ich gesucht habe. Ja, dann nehmen wir die doch einfach. Wir nehmen Kerosinkanister, weil das immer blöd ist. Und dann gehen wir. Der Weltreise ja nichts mehr im Wege stehen. Ah, ich muss. Von Mexiko nach Los Angeles, eine Weltreise. Naja, gut, okay. Im guten alten Los Angeles, tja. Wir sind wieder zu Hause. Ja. Gott, nein. Nein. Wohin soll ich jetzt fahren? Nach Hause. Ja, würde ich sagen. Alle Nasen lang. Ich sollte mal zu Hause nach dem Rechten sehen. Genau. Könnte ja sein, dass wir im Lotto gewonnen haben oder sowas. Muss man ja. Auch. Ja! Bitte warten Sie, es dauert nicht lange. Ja. Post haben wir nicht. Nee. Ob der Bäcker wohl frische Brötchen hat? Schade, er schläft wohl noch. In Teil 1 war es so, der verkaufte so steinharte Brötchen. Ja. Also Brote, Baguettes. Vielleicht hat er die Klingel nicht gehört. Ich probiere es einfach nochmal. Und da war es so, da muss man auch klingeln. Ja. Ein paar Mal. Reaktion. Und dann warf er mit so einem Brot nach einem und dann steckte das in Pflasterstein. Okay. Das war sehr lustig. Ein letztes Mal noch. Sieht schon gefährlich aus. Allerdings scheint es so, als hätte er aufgerüstet. Oh, oh. Ja. Und das ist gefährlich. Gute Reaktion. Oh Mann, das war knapp. Fast hätte er mich erwischt. Was ist das denn? Cholerischer Bäcker schießt mit Backwaren auf harmlosen Reporter. Das sind wirklich keine Patronen, sondern Kekse. In der Tat, die könnten nützlich sein. Krümelmonster freut sich. Ich habe sie einfach mal alle eingesteckt. Mal sehen, was sich damit so anstellen lässt. Aber anscheinend kommt das häufiger vor, dass er gestört wird. Ach, guck Nacht. Mal, aber das sieht doch schon so aus wie so eine Frisur, oder nicht? Ja. Nun gut. Kleber? Patronenförmige Kekse. Der Bäcker hat eine Hau. Welcher waffenfanate Idiot kommt auf so eine Idee? Als nächstes gibt es Keksförmchen mit Atompilzform. Boah. Na dann. Das wäre möglich. Wäre aber vielleicht nicht so gut. Ich weiß es nicht. Ja, dann gucken wir doch mal bei den Ich spreche es immer falsch. Ihr wisst schon, bei den Herbos. Atypical. Artificial Hairbrush. Mann. Hairbrush. Freunde. Wir machen das nochmal mit dem Korken.
mit dem Korken und dann Ausspracheübungen. Richtig, genau. Das können wir mal machen, ja. Ja, können wir so. Aber und jetzt gucken wir mal, was wir alles so hinbekommen. Mamas, wir reden mit Mr. Ja, gut, dann. Nun muss ich schnell weiter. Ich habe noch etwas vor. Na, dann hoffen wir mal, dass sie dabei keine Perücke brauchen werden. Doch, eine mit so Hut wäre gut, also. Eine mit so Hut wäre gut. Hey, wir reimen heute auch nochmal. Hat sich das gehört? Ja. Keine Ahnung. Also. Oh, schade. Ich muss gehen. Irgendwas mit Wachs, irgendwie können wir jetzt schon... Ja, benutze... Das funktioniert nicht. Benutze, zeig mal, zeig. Schade, das funktioniert nicht. Benutze Keks damit. Wenn das so einfach wäre. Gut, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Also ich überlege gerade. Nun gut, schauen wir doch mal, ob wir noch irgendwas bei uns in der Wohnung haben. Wenn wir jetzt irgendwas mit den Krumen anfangen, im Backofen. Die Macaroni oder die Pizza irgendwie. Yeah, sag doch nicht sowas, das wollte ich gar nicht so genau wissen. Benutze. Da fehlt mir der Durchblick. Ja, auch. Hätte ich jetzt eher gesagt, wir kratzen das komische Ding ab. Diesen. Das weiß ich. Ich sollte nochmal darüber nachdenken. Weichspüler in den. Benutze. Das mit Wasserhahn? Die Zeit ist zu knapp, um sie zu vergeuden. Kekse? Ich glaube, ich brauche sie nicht. Was ist mit den Keksen? Was willst du da? Ich wollte einfach nur mal Krümelmonster nachmachen und sinnlos Kekse sagen. Ich merke schon. Das bringt uns alles nicht weiter. Wir gucken mal Fernsehen. Ja. Das hilft immer. Das hilft jeder. Zu dieser Tageszeit gibt es nie etwas Gutes. Gibt es das je? Doggy Wee! Yeah! Doggy Wee! Dog Food, the one and only way to make your dog happy! Ich hab's gewusst. Schon wieder dieses bescheuerte Werbebild. Dümmliche Produktwerbung schockiert Weltbevölkerung. Wuff! Schnell wieder ausmachen. Ja. Hatte er diesen Pulli schon immer? Welchen Pulli? In seiner Brusttasche. Mhm. Okay, dann hab ich den einfach nur nicht. Das fällt irgendwas auf der Matratze. Das Bett steht an einem optimalen Standort. Drücken. Ah, Sheriff Lobo. Drücken. Aus dem Alter bin ich raus. Aber wirklich. Also wirklich. Ziehen, also ich meine das Bett irgendwie, die Decke. Hab ich doch versucht, geht doch nicht. Warst du doch dabei? Du hast gedrückt. Gezogen. Das Bett steht an einem optimalen Standort. Warum sollte ich das Bett drücken? Das wäre doch total Quatsch. Also mein Tisch ist das. Also wirklich. Ja, ich weiß. Unmöglich. Oh, da ist ja eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Mein lieber Zack, hier spricht deine Mama. Oh, oh. Ich habe ja schon so lange nichts mehr von dir gehört. Ist denn auch alles in Ordnung, mein Schatz? Bitte melde dich doch mal wieder. Nee, also wenn ich jetzt meine Mutter anrufe, dauert das Gespräch wieder ein paar Stunden. Und dann schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig, die Welt zu retten. Gut. Das stimmt allerdings und okay. Das geht natürlich nicht. Nee, das können wir mal zumachen, das ist ja schlimm. Nachher läuft ja noch einer gegen die Tür, wenn ich die Tür nicht zumache. Hier ist immer noch die Frage, schau an. Eine Notiz mit einer Nummer drauf. Vielleicht hätte ich noch schreiben sollen, zu wem die Nummer gehört. Ach. Guckst du dir bitte nochmal die Zeitung an. Wo haben wir das her? Die lag doch auf, in
hier auf dem Flughafen in Waikiki, dachte ich, oder? Wegen dem Ton, wegen der Kassette. Razor. Wir müssen die ja irgendwie reparieren. Ja, das ist ja nicht so schwer. Ach, wieso haben wir das dann noch nicht fertig hingekriegt? Weil wir das nicht... Na? Weil das nicht geht jetzt. Können wir irgendwas mit dem Keks machen? Also ich bin etwas irritiert jetzt hier. Na gut, ein Versuch ist es wert. Gut. Ich könnte versuchen, sie aufzuweichen. Wassermarsch. Ach, ist das wieder... Ah. Wie bitte? Mist. Das Wasser scheint sie nicht aufweichen zu können. Ha, aber... Beispiel. Richtig. Der Weichmacher sollte Wunder bewirken. Das hat jetzt mit Keksen funktioniert. Da sage ich jetzt nichts zu. Ha, es hat geklappt, ein matschiger Keksbrei. Schätzchen, wie willst du das jetzt da rauskriegen? Mit der Schüssel, dachte ich. Und die Schüssel ist da. Das sollten lieber die machen, die sich damit auskennen. Damit geht's nicht. So, Quatsch. Das wird bestimmt wieder so eine Nummer sein. Warum nicht? Mit Keksbrei und Vaseline bewaffnet kann mich niemand mehr aufhalten. Weltherrschaft! Ja, ich mag auch immer ein Beispiel. Ja, das ist doch dann... Schau an. Ein echter Gewaltakt. Aus den harten Keksen einen weichen Keksbrei zu machen. Weiß ich nicht, können wir den jetzt für irgendwas Sinnvolles benutzen? Mir fällt gerade nichts ein. Wofür wollte ich den Keksbrei haben? Das weiß ich doch nicht. Benutze Keksbrei mit Schüssel? Das geht wohl kaum. Ich finde diesen Fisch auch immer noch so toll. Aber ich weiß jetzt leider nicht, was sie mit dem Keksbrei machen wollen. Ha! Keksbrei? Die Reste meiner Hartkeks-Aufweichaktion. Das ist so eklig. Modulieren von irgendetwas? Ja, ach nee. Ne? Toll! Dazu brauchst du aber Sonne. Nee. Irgendwie nicht. Das würde doch das. Benutze Keksbrei mit Theke. Ohne mich. Du sollst nicht backen. Benutze. Das führt zu nichts. Ich gedacht, den lassen wir hier. Na gut. Tja, ich überlege. Was war das jetzt? Ich weiß es nicht. Das Spiel hat sich jetzt gedacht, machen wir doch mal. Das ist ganz interessant. Eine tolle Maske. Mal schauen, ob die irgendwas, ob der Typ was mit. Die Zeit ist zu knapp, um sie zu vergeuden. Schau an, den Frisiersessel. Geschmiert mit Schuppen, Gel, Haarwachs, Haarspray und vollgeschwitzt durch die ängstliche Kundschaft. Mir fällt schon wieder so überhaupt nicht. Er steht auf total und hart. Ich sollte es lieber anders versuchen. So, nee. Gib an. Vielleicht finde ich ja jemanden, der mehr damit anfangen kann. Tja. Die Sekretärin? Ich habe keine Ahnung. Warte, benutze vielleicht das hier mit Vaseline? Auf keinen Fall! Dann erkläre ich euch auch nicht, wie ich auf den Gedanken gekommen bin, dass das sinnvoll sein könnte. Wo ist das Geld? Bitte fahren Sie mich in mein Büro zum National Infiltrator. Also wir müssen ja irgendwie... Also ich denke, wir fahren jetzt mal hier nochmal dahin, weil... müssen wir machen. Ja, müssen wir machen. Endlich wieder daheim. Weil das Flugticket ist so teuer, da will ich nicht ständig hin und her fahren. Können wir fliegen. Einmal, ich bin nicht. Wie man sieht, sieht man nichts. Ach doch, das ist die lange Ladezeit. So.
Schauen wir mal. Können wir eigentlich was mit den Schnipseln anfangen oder sind die gar nicht? Oh nee, die sind gar nicht. Okay. Nein, können wir nicht. Können wir einen Regenschirm mitnehmen? Nee, das nicht, solange er noch nass ist. Ich weiß nicht, was mich mehr schockiert, dass du noch weißt, dass der nass ist. Oder dass die Folge jetzt zu Ende ist. Dass die Folge vorbei ist. Das findest du? Okay. Gut, wie es weitergeht, seht ihr, Ellie B. und ich. In Folge 14? Jawohl. 14. Bis dann. Also, bis dann. Ciao.